Hallo. Hallo. Ich bin schon mal für dich vorgegangen. Wie aufregend. Gucken, ob noch jemand kommt. Wir warten aber noch ein bisschen. Du, so lange kann ich dich mal vielleicht fragen. Also herzlich willkommen zu den Düften Australiens. Das sind ganz besondere Öle, die finde ich viel zu wenig Thema sind. Und ich selber bin nur ganz zufällig darauf gekommen, weil einige meiner Öle jetzt gerade auch in den letzten Monaten aus waren, die ich normalerweise so verwende ganz viel, um mich zu stärken. Und die ganzen australischen Öle, die waren einfach noch da. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich Öle wie Thieves oder RC oder so, sind mir zum Teil ausgegangen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann nimmst halt mal Eukalyptus oder nimmst halt mal Kurania oder Concea oder Teebaumöl. Ich habe ganz neu, jetzt habe ich für mich Teebaumöl entdeckt. Ich bin total auf Teebaumöl-Trip gerade. Ja, und deswegen habe ich gedacht, würde ich euch gerne davon erzählen. Noch eine ganz kurze Einwurf. Also zum Start, ihr kennt ja alle bestimmt oetq.net, das ist unser Team Enjoy Blog. Das ist ein Ort, wo ihr ganz viele Blogartikel immer wieder findet. Da kommen fast jede Woche neue Artikel hinzu. Da gibt es auch, ich bin ein bisschen hinterher, also ich bin im Moment eines der einzigen, die hier schreiben. Es war früher anders. Also es gibt alte Artikel von anderen Menschen und es werden jetzt sicher auch dann wieder andere kommen. Ihr findet über die meisten Produkte hier schon Artikel und wenn die gerade noch nicht da sind, dann sind die am Kommen. Jetzt zum Beispiel ganz neu ein Artikel über die neuen Convention-Öle. Die gibt es. Es ist bei Young Living immer so, zu Convention bringen die ganz besondere Öle raus. Da habe ich in der Facebook-Gruppe vor kurzem ein Video gemacht, wo meine angekommen sind. Die kann man immer nur an der Convention kaufen. Und jetzt, wo ja Convention online ist, bedeutet das, man kann die nur bestellen, wenn man sich für diese Online-Convention angemeldet hat. Deswegen meine ganz dringende Empfehlung an euch, meldet euch für die Europäische Convention an. Ihr müsst nirgends hinfahren, ihr könnt einfach zu Hause bleiben. Ihr könnt die ganzen Vorträge, das sind unglaublich inspirierende Vorträge, die da stattfinden, von verschiedensten Distributoren, von der Mary Young. Ganz tolle Themen sind dort. Und das ist halt für mich auch immer so der Zusatzkick, warum ich noch nie, seit ich ein Young Living Konto habe, habe ich noch keine einzige Convention ausgelassen. Genau aus dem Grund, weil ich immer diese Öle haben möchte. Und diese Öle manchmal, in seltenen Fällen, kommen die dann ins reguläre Programm. Zum Beispiel Believe ist so ein Öl. Das war eigentlich ein Convention-Öl. Aber viele von diesen Ölen, die sind dann auch so nie mehr erhältlich. Also es ist was sehr Besonderes und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und da ist eben ein Artikel drüber. Da könnt ihr dann später oder die Tage einfach mal auf oetq.net, das ist aktuell der letzte Artikel. Da sind auch die neuen Diffuser drauf und so weiter. Aufbruch in eine neue Zeit, da habe ich eine Ansprache von der Mary Young, jetzt auch für die Convention, einige Ausschnitte darauf von reingetan und ein bisschen erzählt, was ist eigentlich unsere Mission, was ist eigentlich unser Spirit. Und hier der Duft Australiens. Da habe ich einen Artikel geschrieben über die Eukalyptusöle. Also lade ich euch einfach mal ein, darauf zu kommen und das zu lesen. Und hier auch immer wieder mal einfach drauf zu gehen. Genau, da gibt es ganz viele tolle Artikel. Hier unten rechts kann man die Monate auswählen und dann findet man hier die ganzen Artikel, gehen zurück bis Juli 2013. Also da wurden schon einige ganz kostbare Artikel geschrieben. Hier könnt ihr die Kraft der Zitrusöle, das ist ein E-Book nur über die Zitrusöle, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Und das ist auch etwas, das könnt ihr, wenn ihr Interessenten habt, könnt ihr diesen Link geben, damit sie sich das auch runterladen können. Das ist einfach für alle. Genau. Wenn ihr euch anmelden möchtet, ihr euch selber oder eben jemanden, der Interesse hat, dass er die Einladungen zu Webinaren und solche Sachen bekommt, auch später dann wieder Öleabende, wenn sie dann wieder stattfinden in Live, kann man das hier klicken, kommt man zum Formular, wo man sich dafür eintragen kann. Genau. Ja, das ist diese Seite, die möchte ich euch ganz herzlich ans Herz legen, sozusagen.
Und dann möchte ich euch noch eine Seite zeigen, und zwar hier. Das ist auf der Young Living Seite, youngliving.com.de, Young Living Farms, die Farmen. Das findet ihr, wenn ihr auf die Young Living Seite kommt, hier bei neu bei ätherischen Ölen, bei Farmen. Und hier habt ihr so einen Überblick, welche Farmen es gibt, ne? Nach Kontinent geordnet. Seht ihr auch zum Beispiel die beiden australischen Farmen. Und da ist einfach so ein bisschen was beschrieben. Und, ja, kann man so gucken, was da so gibt und was da so los ist. Es gibt noch eine zusätzliche Seite, die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Die muss ich mir nochmal raussuchen, die poste ich dann, wo dann auch immer drauf ist, welche Farm-Events es gibt. Da kann man dann drauf gehen und dann sieht man, ah, da und da ist Ernte, und da könnt ihr euch direkt über die Seite auch dafür anmelden. Das ist jetzt hier, gehen wir hier mal nach Amerika kurz. Seht ihr die ganzen amerikanischen Farmen? Da seht ihr dann auch immer, welche Öle auf dieser Farm angebaut werden, destilliert werden. Ja, das ist einfach so eine Seite zum Schmökern. Da gibt es auch so kleine Videos zum Teil und einfach so ein bisschen erzählt. Und die Farmen, das ist ja wirklich das Herz von Young Living. Also Young Living ist unter anderem deswegen so besonders, weil die so viele eigene Farmen haben, so viele der Öle wirklich von ihren eigenen Farmen kommen und man auch jederzeit hinfahren kann. Ihr müsst euch auch nicht anmelden, also man kann sich eben anmelden, aber man kann auch einfach so hinfahren. Jederzeit. Und die sind immer, die freuen sich immer über Besuch. Und da kann man da wirklich mal gucken, wie wachsen da die Pflanzen. Und wenn man es gerade erwischt, dass die ausgesät werden oder destilliert werden, dann zeigen sie das einfach. Es ist überall offene Türen. Und das ist für mich etwas, was ich halt ganz besonders finde. Und ja, es gibt ja auch von der Antje Lüdemann auf Facebook diese Seite Young Living Farmen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Da posten jetzt die verschiedensten Menschen, die schon auf Farmen waren, ihre persönlichen Videos, wo sie auf dieser Farm waren und erzählen davon. Und da kriegt ihr so ein bisschen was von diesem Zauber auch mit. Genau. Also gibt natürlich auch die europäischen Farmen. Und bevor ihr dann da mal in echt hinfahrt, was ich euch sehr ans Herz legen kann, weil es ist eine unglaubliche Erfahrung, auf so einer Farm gewesen zu sein und mal gefühlt haben, wo kommen diese Pflanzen her, wo kommen diese Öle her, wo kommen diese Essenzen einfach her. Genau, das ist ja so. In Europa haben wir ja eben die französische Farm, die kroatische Farm und die Farm in Bulgarien und in Sevilla, wo der Weihrauch herkommt und die Zistrose und so ganz besonders. Und in Italien, da kommen Bergamotte, da kommen einige der Zitrusöle, kommen hier von der italienischen Farm, einige kommen von Amerika. Ja. Genau. Also, wollte ich euch nochmal sehr erzählen. Ja, so viel dazu. Und jetzt möchte ich euch erstmal einladen, schließt gerne mal eure Augen kurz. Wir können ja gerade nicht so leicht einfach in ein Flugzeug steigen und wegfliegen, aber stellt euch doch einfach mal vor, ihr fliegt jetzt nach Australien. Einmal um die halbe Welt. Und ihr steigt dort aus und ihr geht raus in die Wildnis. In das Outback. Und die erste Ölegruppe, die ich euch zeigen möchte, das sind tatsächlich die Eukalyptusöle. Wir haben drei Sorten. Es gibt unzählige Eukalyptusarten. Es gibt drei Eukalyptus, die man sehr gut destillieren kann und die sehr stark wirksame, sehr stark heilkräftige ätherische Öle geben. Allgemein kann man sagen, also die Eukalyptusöle, das sind hier Radiata und das Globulus, die beiden kommen aus Australien. Dann haben wir noch das Eukalyptus Blue. Das kommt tatsächlich aus Südamerika, habe ich jetzt aber mit dazu genommen, weil es einfach so ein Eukalyptus ist. Stellt euch vor, ihr seid in Australien und geht in eines dieser großen, mächtigen Eukalyptus-Wälder hinein. Wenn ihr ein Eukalyptusöl da habt, könnt ihr es auch machen und einfach mal riechen. Wenn ihr es nicht da habt, dann stellt euch einfach vor, wie das da duftet in diesen Eukalyptus-Wäldern.
wie sich die Lungen befreien, wie tief durchatmen könnt. Wie der Kopf klar wird, wie ihr die Erdung spürt, die Erde mit der Erde unter euren Füßen. Wie etwas von dieser uralten Weisheit Australiens über eure Füße, über eure Fußsohlen, euren ganzen Körper rieselt und ihr kriegt. Ihr kriegt hier einen Download für diesen uralten, gut gehüteten Wissen über die Mutter Erde und über das Leben selbst. Früher war das tatsächlich so, als die Weißen angefangen haben, Australien zu besiedeln, haben sie viele Seuchen mitgebracht. Und das Interessante war, dass die Menschen, die ihre Dörfer in diesen Eukalyptuswäldern hatten, die wurden nicht von diesen Seuchen dahin gebracht. Und ein Phänomen, was man auch bis heute in Australien beobachten kann, ist, an heißen Tagen schwebt über diesen Eukalyptuswäldern. Ihr könnt mal gucken mit eurem inneren Auge, ob ihr das sehen könnt, dieser blauer Dunst. Und diese Eukalyptuswälder sind wie gigantische Diffuser. Also gerade in der Hitze, durch die Wärme, werden die ätherischen Öle aus den Blättern der Bäume freigesetzt, das sind Blattöle, und schweben in der Luft. Und wenn du da bist, bist du geschützt, bist du gestärkt, so als würdest du mitten in einem gigantischen Diffuser stehen. Traditionell wird Eukalyptus großteils für die gesunden Atemwege, Gelenke und Muskeln nach der Bewegung verwendet. Ich kenne Eukalyptus von meiner Oma her, die hat so ganz besondere Eukalyptus-Lutschpastillen immer gehabt früher, eben für die Atemwege. Und sie hat auch Probleme mit ihren Gelenken und sie hat so medizinische Massage-Gels eigentlich, die auch sehr nach Eukalyptus duften. Also daher kennt ihr vielleicht auch den Duft. Eukalyptus sind auch ätherische Öle, die uns helfen, physisches und emotionales Leiden zu lindern. Also wenn man sich bedrückt fühlt, das ist ja ganz oft so, wenn man sich bedrückt fühlt, ne, dann fühlt sich das im Brustkorb alles eng an, dann fühlt es sich vielleicht so an, als wäre ein Stein auf dem Herzen. Das könnte man nicht mehr so richtig atmen, die Luft bleibt einem weg. Ne? Das sind so körperliche Nebenerscheinungen, wenn man sich emotional nicht so gut fühlt. Und Eukalyptus kann da helfen, da Linderung zu erleben, sodass es einfach leichter wird und wieder mehr fließt. Eukalyptusöle werden auch gerade von den australischen Ureinwohnern, aber auch von vielen Energetikern und spirituellen arbeitenden Menschen gerne für spirituelle Transformationen verwendet. Der Duft von Eukalyptus bringen Beziehungen in sich. Also wenn da mit in der Beziehung zu jemandem etwas im Dunkeln ist, wenn da etwas nicht flutscht. Dies bezieht natürlich auch deine Beziehung zu dir selbst mit ein. Aber auch eben deine Beziehungen zu Menschen, aber auch deine Beziehung zur Arbeit, zu deiner Lebensmission, zu deinem höheren Selbst. Immer dich in Beziehung zu etwas. Deine Beziehung zur Gesellschaft. Alle diese Beziehungen, also da, wo es von dir zu etwas oder jemand anderem geht. Ja, Eukalyptus hilft dir, deine Muster dir anzusehen, welche dich zurückhalten und du dich blockiert fühlst. Wenn du gerade jetzt ist eine Zeit, wo wir alle unser Leben, unser Business, vieles neu überdenken dürfen, weil es einfach auf die alte Weise so nicht mehr funktioniert. Und Eukalyptusöle können da helfen, also der Duft von Eukalyptus, können dir dabei helfen, bei diesem Prozess dir bewusst zu werden, was ist denn das, was dich gerade zurückhaltet. Ich hatte heute so eine ganz starke Erfahrung jetzt in Bezug auf unseren Ölemarathon am Wochenende, dass ich gemerkt habe, ich habe ein Muster, dass wenn ich in Stress komme, in Druck komme, Stress und Druck, den ich mir selber mache, interessanterweise, dann kickt bei mir wie so ein Muster ein, wo es wie so umschaltet in, das kannst du ja sowieso nicht, das schaffst du sowieso nicht. Und dann gebe ich auf. Und das ist ein Muster, das mich schon seit Jahren und Jahren und Jahren, Jahrzehnten daran hindert, immer meine Ziele zu erreichen. Ich habe immer wieder, habe ich nicht meine kühnsten Träume gelebt und meine kühnsten Ziele erreicht, weil irgendwann dieses Muster eingekickt ist. Weil wenn man
sich entfalten will, wenn man sich befreien will, wenn man über sich selber hinauswachsen will, dann sind da einfach diese Muster und Blockaden, die man halt so hat. Das geht uns allen so. Und wenn man sich da immer wieder quasi von denen zurückhalten lässt, dann kommt man auch nie weiter. Und Eukalyptusöle sind da eben, ist ein Duft, der dir dabei helfen kann. Also ich diffundiere aktuell Eukalyptus Tag und Nacht in meinen Diffusern überall. Und bei mir ist es hier gerade wie so in einem Eukalyptuswald vom Duft her. Genau. Ganz besonders, auch wenn du mit deiner Familie bist, wenn deine Familie oder einfach Menschen, die du schon sehr, sehr lange kennst, deine Trigger bedienen. Da können eben Eukalyptus, kann da seinen frischen Wind reinbringen, dass du das auch überwindest, heilst, loslässt. Indem du dir deine Muster bewusst wirst, kannst du sie auflösen, verändern und Harmonie in deine Beziehungen und in dein System bringen. Also Eukalyptus radiata, das erste Öl, von dem ich euch erzählen möchte, ist auch bekannt als die schwarze Pfefferminze. Sie enthält 60-75% 1,8 Cineol. Wenn dich interessiert, was 1,8 Cineol macht, dann geh einfach mal online und guck das nach. Ich würde hier jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, da kommen wir jetzt in die Chemie ätherischer Öle. Ich kann es aber sehr empfehlen, einfach sich auch immer wieder mal ein bisschen vertraut zu machen mit dieser Chemie der ätherischen Öle, weil dadurch werdet ihr Alphabeten ätherischer Öle. Das hat Gary mal so schön erzählt. Da hatte er eine Begegnung und da hat ihn ein Farmer gefragt, ob er denn schon lesen kann. Er hat gesagt, ja klar kann ich lesen. Aber ich gesagt, ja, aber Öle, kannst du deine ätherischen Öle lesen? Was meinst du? Ja, wenn du siehst, was drin ist, kannst du davon drauf schließen, was das Öl tut. Und Gary war jetzt wirklich in der letzten Phase seines Lebens so weit, dass wenn er ein neues Öl destilliert hat und er hat es durch seine Messgeräte laufen lassen, er hat gesehen, welche Bestandteile da drin sind, konnte er sofort sagen, was das Öl alles tut. Und das ist eine Fähigkeit, es braucht ein bisschen Lernarbeit, ne, dass man sich das verinnerlicht, 1,8 Cineol zum Beispiel macht das und das und das im Körper oder wirkt so und so emotional und macht das und das mit mir. Aber wenn du das mal drauf hast und du findest ein Öl und du siehst einfach, was sind da so die Hauptbestandteile, also ein ätherisches Öl besteht aus hunderten Bestandteilen. Je feiner die Messgeräte werden, desto mehr Bestandteile findet man. Ist unglaublich vielfältig, so ein Öl, aber es gibt dann doch so diese Hauptbestandteile. Wenn ihr euch da so ein bisschen vertraut mitmacht, dann könnt ihr lernen, diese Öle zu lesen. Du wirst bemerken, dass Eukalyptus radiata dem Globulus ähnlich ist, nur milder und weniger intensiv. Das ist zum Beispiel, also Eukalyptus globulus wird empfohlen erst für Kinder ab 6 Jahren, einfach weil es so stark ist. Und auch für Menschen, die sehr sensibel sind, die sehr hyperempfindlich sind, ist der Eukalyptus globulus oftmals zu stark. Und da kann man dann den Eukalyptus radiata nehmen. Der hat sehr, sehr ähnliche Wirkungen, ist aber einfach viel sanfter in seiner Wirkweise. Es riecht frisch rein, leicht zitrusartig, wie ein wilder Obstgarten nach einem erfrischenden Frühlingsschauer. So wird da gern der Duft von Eukalyptus radiata beschrieben. Ja, und wer jetzt dabei war am Wochenende mit dem Golden Touch Set RC, ist ein Öl, das quasi aus Eukalyptusölen besteht. Zum großen Teil auch Thieves hat Eukalyptus radiata mit drin. Und das Orto Ease Sportmassageöl. Also auch da seht ihr wieder Atemwege, hilft beim guten Durchatmen, ist gut für die Gelenke, für die Muskeln, wenn man sich bewegt, wenn man Sport oder Yoga gemacht hat oder einfach auch mal ordentlich spazieren war. Genau. Der Globulus, wie gesagt, einfach eine, das ist der klassische Eukalyptusduft, wird auch der blaue Gummibaum genannt und ist eben der stärkste aller Eukalyptussorten. Er duftet mutig, reich und erdig, wie ein warmer Sommertag auf der Wiese neben einem kühlen Bächlein. Hm.
Es gibt noch eine Reihe anderer Eukalyptusarten, zum Beispiel der Eukalyptus citriodora, der ist übrigens sehr interessant. Jan Living hat den immer nur ganz kurzzeitig, so zu besonderen Anlässen im Programm. Eukalyptus citriodora ist ganz besonders wertvoll für alle von euch, die auch energetisch wirken, weil mit Eukalyptus citriodora kann gut Schattenarbeit gemacht werden. Also gerade so Energetiker, Heilpraktiker, wir sind ganz heiß auf diesen citriodora und wenn es den mal gibt, den gibt es gerade nicht, aber wenn es den mal gibt, ist er auch immer ganz schnell ausverkauft, weil die Menschen, die das wissen, dass man da eben, das ist eines der Öle, mit denen man am direktesten in seine Schattenarbeit kommt. Genau. Citriodora ist auch im RC drin, deswegen man kann da auch das RC nehmen. Ja, und der Eukalyptus Blue, der blaue Eukalyptus, vom Duft her würde man nicht unbedingt vermuten, dass es ein Eukalyptus ist. Der kommt jetzt auch nicht aus Australien, das ist ein kurzer Abstecher nach Ecuador auf die Berghänge der Anden. Er duftet krautartig, holzig und einladend, wie ein Herbsttag beim Wandern in den Bergen. Alle drei Eukalyptus-Sorten haben ähnliche Wirkungen, also es geht wirklich darum, dass ihr einfach mal für euch auch herausfindet, was ist denn mein Lieblingsduft, ne? Welcher Eukalyptus spricht mich persönlich am meisten an. Eukalyptus Blue, wirklich der sanfteste, der ist jetzt auch wirklich gut geeignet, auch für Babys, auch für kleine Kinder. Der Radiator dann so dazwischen und dann der Globulus, wenn man es so richtig kräftig mag. Ich zum Beispiel liebe es kräftig, also ich liebe den Eukalyptus Globulus total. Aber das ist, wie gesagt, Typsache, ne? Das ist je nachdem, welche Vorlieben man hat. Ja, wie kann man das Eukalyptusöl anwenden? Wirklich vom Kopf bis Fuß. Es ist ganz, ganz toll, zum Beispiel nach dem Haarewaschen. Ich wasche meine Haare nur ein, zweimal die Woche mit Shampoo und sonst immer nur mit Wasser. Und nach dem Waschen massiere ich mir Eukalyptusöle, Teebaumöl oder auch Lavendel einfach auf die Kopfhaut und so ein bisschen massieren. Und das wird unglaublich gut. Also da kann ich dir wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Jetzt besonders mit Eukalyptusölen, gerade wenn man morgens ein Morgensdusche ist, weil das so Klarheit in den Kopf bringt. Wenn es darum geht, deine To-Do-Liste anzugehen, ne, dann nimm dir mal ein, zwei Tropfen, ich kann es mal vormachen, mach deine Haare auf und einfach so schön rein massieren, das ist total herrlich. Das duftet dann auch gut und ja. Was auch total angenehm ist, jetzt wenn wir gerade vom Duschen sprechen, gönn dir einen Spa, ein Spa-Erlebnis. Gib ein, zwei Tropfen Eukalyptus auf. Kennst du diese Handwaschlappen? Ne, das sind sowieso Handtücher, aber quasi ganz klein. Gib ein bisschen, also, mach den feucht mit warmem Wasser, gib ein, zwei Tropfen Eukalyptus drauf und reibe dich einfach wirklich vom Kopf bis Fuß damit ab. Das ist total herrlich. Wenn es die Eukalyptusarten in Plusölen gäbe, und ich gehe mal davon aus, dass es sie eines Tages geben wird, kannst du natürlich auch einen Tropfen davon in dein Wasser tun. Das mache ich ganz besonders gerne, wenn ich Sport mache oder mal so ein richtig anstrengendes Workout. Aber wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid, offiziell nur die Plusöle einnehmen. Der Inhalt ist nichtsdestotrotz immer der gleiche. Also egal, ob jetzt so ein Etikett ist oder ein Plus-Etikett. Zu den Etiketten vielleicht noch kurz, weil ich es gerade hier habe. Es gibt jetzt ganz neu diese Etiketten mit den Warnzeichen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Das ist aus einem Entschuldigung. Das ist eine lange Geschichte, wie es dazu kam. Auf jeden Fall ist offiziell, also wie gesagt, bei Young Living habt ihr in jedem Fläschchen das Gleiche drin. Ganz genau das Gleiche, ja? Diese Öle ohne die Warnzeichen sind offiziell zugelassen zur kosmetischen Anwendung. Diese Öle mit den Warnzeichen sind offiziell zugelassen zur aromatischen Anwendung, also Handinhalation, Diffuser, ne, so in, ja. Und die Ölefläschchen, da habe ich jetzt gerade eins da, mit dem Plus drauf, die sind offiziell zugelassen zur inneren Einnahme. Genau, in der EU geht es ganz viel um das, bei uns in Europa
Oder in der heutigen Welt geht es ganz viel um den äußeren Schein und auch hier geht es um das Etikett. Entschuldigung, mich kratzt das gerade im Haus. Ja, genau, Schultern. Was kann man mit den Schultern machen, bevor du Yoga machst und eine schwere Tasche getragen hast? Gib einfach ein, zwei Tropfen Eukalyptus, reibst deine Schultern, deinen oberen Rücken damit ein. Das ist auch total angenehm. Pflege deine Muskeln, also auch Beine, Bauch, wo auch immer du spürst, boah, da habe ich mich jetzt gerade echt angestrengt, da habe ich echt gearbeitet. Verwöhnen sie mit ein, zwei Tropfen Eukalyptusöl, das ist total angenehm. Genau, und was du bestimmt kennst, wenn du das Gefühl hast, du kannst mal so richtig was zum Durchatmen brauchen. Also ich persönlich bin ja so eine Freundin von Einfachheit. Ich nehme mir so einen Tropfen und gebe es mir einfach hier auf, da wo es drauf, also da wo es hin soll, einfach oben drauf. Jetzt in dem Fall, wenn ich atmen möchte, auf die Lunge, auf den Brustkorb. Was man aber auch machen kann, ist, wenn man so eine Schüssel mit warmem Wasser hat, einen Tropfen Eukalyptus rein, Kopf drüber, Handtuch drüber und einfach mal diesen unglaublich guten Duft tief durchatmen. Ja, das sind so ein paar der meiner persönlichen Lieblingsanwendungen, natürlich auch im Diffuser, wie gesagt. Und ja, ganz, ganz toll, wenn ihr Jungs oder Männer oder auch einfach selber Schuhe im Haushalt habt, die gerne mal stark riechen. Also Käse, Schuhe. Dann gib einfach in so eine Sprühflasche ein bisschen Eukalyptusöl, ein bisschen Wasser und dann sprüh das in die Schuhe. Bei richtig harten Fällen habe ich schon oft auch pur einfach einen Tropfen Eukalyptus Purification, ne? Also die ganzen Öle, die frisch machen, einfach reingetropft. Da müsst ihr aber aufpassen, wenn die Schuhe sehr synthetisch sind, kann es sein, dass es das Material auflöst. Also vielleicht doch lieber mit etwas Wasser mischen. Ja, eine tolle Fußmassage mit Eukalyptus kann ich auch empfehlen, gerade vor dem Schlafengehen. Unglaublich angenehm. Also ihr seht schon, ich bin total verliebt in Eukalyptus. Und das Tolle an Eukalyptusölen, die sind total günstig. Und sie haben einfach, die haben es echt drauf. Die haben es echt drauf auf allen Ebenen. Ja. Dann möchte ich, also wenn ihr was, ne, Frage habt, irgendwas, dann einfach reinquatschen. Als nächstes möchte ich zu einem ganz besonderen Öl kommen. Das ist ein ganz besonderer Liebling von mir und es ist total unterschätzt. Und das ist die blaue Zypresse. Das Öl ist bläulich auch und es duftet unvergleichlich balsamisch, würzig. Oh. Zum Reinlegen. Die blaue Zypresse ist ein wunderschönes Öl für gesunde Haut. Es wird auch gesagt, dass die blaue Zypresse ist eines jener Öle, die dem Körper dabei hilft, mit Irritationen umzugehen. Das heißt, wenn da irgendwas ist, was die natürliche Balance, die Harmonie im Körpersystem stört, kann die blaue Zypresse helfen, das auszugleichen. Gerade für trockene Haut. Wenn ihr letzte Woche dabei wart bei dem Kosmetikabend, wenn da trockene Haut im Spiel ist, sei das im Winter durch die Heizung oder ihr seid einfach grundsätzlich trocken, blaue Zypresse könnt ihr euch in eure Hautcreme geben, die kann man einfach so pur drauf geben. Mona hat ja da ein paar ganz schöne Rezeptideen auch gegeben mit, was war das? War das mit Weizenkeimöl oder auch einfach Olivenöl und dann tropft eine blaue Zypresse rein. Gerade ganz besonders in der Abendhautpflege. Genau, die Aborigines in Australien selber haben gerne das Holz der blauen Zypresse am Abend im Feuer mit verbrannt, weil der Duft, also die ätherischen Öle sind nicht zugelassen als Biozid, deswegen darf ich jetzt nicht sagen, dass sie Mücken abhalten, aber ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Was passiert, wenn wir in die Mückenzeit kommen und ihr nutzt die blaue Zypresse? Genau. Hm.
Ja, warum ist die blaue Zypresse so blau? Das sind die sogenannten Guaiazulene. Auch das wieder so ein Bestandteil. Ich poste mal hier in den Chat, den ihr einfach mal nachschauen kann, was denn das bedeutet. Also wir hatten vorher 1.8 Cineol, ne, in den Eukalyptusölen als eines der Hauptbestandteile und die Guaiazulene. Ganz machen ganz tolle Sachen. Ja. So, was kann ich noch sagen? Zu diesem Öl. Ja, es ist wärmend, es einfach, macht total wohl auch im Herzen, gerade wenn man Ängste hat, wenn man Besorgnis hat, wenn man so innerlich so sich nicht gut fühlt, wenn man von Versagensängsten geplagt wird und es einfach sich nicht gut anfühlt. Das ist wie so ein Balsam fürs Herz. Das Erden, das ist Balancieren. Gerade wenn es auch um Gedanken oder Emotionen geht, die vielleicht so ein bisschen pessimistisch sind, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man manchmal, also ich kenne das von mir sehr gut, dass ich manchmal mir selber gegenüber total knallhart bin und irgendwie auch also rücksichtslos mir selber gegenüber. Ah, das ist so ein Öl, so ein Duft, der uns in die Weichheit bringt und auch in diese Selbstliebe. Und es bringt uns in dieses innere Wissen, dass du und ich, also ne, jeder, der es selber anwendet, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und ich bin gut genug. Und was ich kann und bin, ist genug. Ich bin ein Geschenk Gottes, ich bin ein Geschenk des Lebens, ich bin ein Wunder des Lebens. Und alle die Herausforderungen, die mir im Leben entgegenkommen, die mir im Leben begegnen, die kann ich meistern, sonst würden sie nicht auf mich zukommen, sonst würden sie nicht zu mir kommen. Ich kriege nie eine Prüfung, ich kriege nie eine Aufgabe, die ich nicht meistern kann. Ja, es erdet, gerade wenn wir uns so in, wenn du dich so in Emotionen verlierst, in Ängsten verlierst, kann dich auf den Boden holen und schön erden. Ganz tolles Öl fürs Halschakra, das heißt auch, wenn du mit den Themen zu tun hast, deine Wahrheit zu sprechen. Genau. Ja, das sind so die Sachen, die hier zur blauen Zypresse. Blauen Zypresse erzählen wir heute. Ganz besonderes Öl, wer das von euch noch nicht hat, kann ich sehr empfehlen. Weil es vorher schon aufkam, das Hunzea-Öl. Hunzea ist relativ neu, gibt es jetzt seit einem Jahr oder sind es auch schon 2 Jahre? Manchmal verliere ich, so das Zeitgefühl. Hunzea ist ein Buschgewächs. Und es ist ein unglaublich interessantes Öl, weil es die Wirkungen von verschiedenen Einzelölen kombiniert in einem. Es ist ein Einzelöl, es wirkt aber wie eine Mischung. Deswegen ging das damals auch so viral, weil alle, die eben so ein bisschen gelernt haben, die Bestandteile zu lesen, die haben gesehen, was in Concea so drin ist und haben sich gedacht, wow, da ist alles in einem. Das ist total unglaublich. Also, wir fangen von vorne an. Auch das ist ein Öl für Sport, für Muskeln, für Kraft und Stärke. Also Concea stärkst deine Kraft und deine Stärke, sowohl die physische, wie aber auch die emotionale und die mentale. Es ist ein Öl, das sehr gut für die Haut ist, gerade wenn man Hautflecken hat, Hautunreinheiten hat. Und das ist tatsächlich auch bei den Aborigines in Australien selber eines, also sind das so die zwei Hauptanwendungen, die die haben mit Concea, eben Hautpflege und nach anstrengender Arbeit, nach körperlicher Aktivität. Genau. Also zwei der Hauptinhaltsstoffe, also Hauptmoleküle, die das Öl, aus dem das Öl gemacht ist, gebaut ist sozusagen, ist das Eukalyptol und das Globulol. Das könnt ihr einfach mal nachgucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja, was ist noch wichtig zu erzählen? Ja,
Ja, es ist auch das ein Öl, das einfach wohl macht, aber es ist eben sehr frisch, also im Vergleich zu blauen Zypresse, die so weich und warm und kuschelig ist. Sehr seine Spur spritziger. Ja, ein sehr schönes Öl auch für emotionale Klärung, wenn du das Gefühl hast, du bist voll mit emotionalen Muffel. Und so das Gefühl. Ich weiß nicht, was los ist. Hier diese Öle, die reinigen gerade meine ganzen Atemwege. Löse ich gerade einiges. Mir leid. Ja, Concea hilft dir auch, an den Kern von Themen zu kommen, gerade wenn es um körperliche Themen geht. Hierbei meine ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Robert Betz? Da hat er einen ganz tollen Vortrag, was physische Signale so sind. So, wenn jemand Knieprobleme hat, ne, hat das manchmal oder möglicherweise etwas zu tun, dass er sich nicht gehen lässt, dass er es sich nicht erlaubt, sich einfach mal gehen zu lassen, sondern dass er immer festhält, immer verkrampft. Also so innere Themen, die schlagen sich ja oft auch physisch. Und wenn du sowas hast, da kann Concea dir helfen, das auch zu erkennen und auch das zu, ja, zu erlösen. Also physische, mentale, emotionale Themen, dass du da zum Kern kommst. Das ist ein sehr schönes Öl für eine solche Arbeit zu unterstützen. Es kann auch passieren, dass wenn du Concea erstmal anfängst zu verwenden, ganz viel, dass da solche Themen hochkommen. Also es bringt auch einfach Themen hoch, ne? Also so den Kern der Themen. Und Concea zwingt dich auf ganz liebevolle, sanfte Weise, dir die Dinge einfach anzuschauen. Der Busch ist wirklich, also der Busch hat einen sehr, sehr harten, ein sehr hartes Holz, einen sehr harten Kern und unglaublich sensible, delikate Blüten. Wenn ihr mal bei im Internet Concea eingibt und dann auf Bilder klickt, und euch mal die Pflanze Concea anschaut, dann werdet ihr das sehen. Und das ist auch das Öl, das hat diese unglaubliche Stärke und Kraft. Und gleichzeitig ist es total lieblich. Und das ist auch das, was es uns hilft, so diese innere Stärke zu fühlen und uns damit zu verbinden. Und gleichzeitig agil und lieblich und liebevoll und beweglich und tänzerisch zu bleiben. Ja. Gerade für Waldspaziergänge auch sehr zu empfehlen, weil ja, es ist sehr interessant, das hat man beobachtet in Australien, dass Tiere gerne Mittagspause unter den Conseabüschen machen, weil sie da einfach weitgehend geschützt sind vor Blutsaugern aller Art, ne, weil die den Conseaduft nicht so mögen. Ja, das ist so Conseil in a nutshell. Hat jemand von euch Conseil zu Hause? Ah, Lydia. Cool. Es gibt auch Facebook, das ist, wenn ich mich erinnere, dann gucke ich mal, ob ich das nochmal finde. Aditya hat damals, wo es ganz neu rausgekommen ist, ein ganz tolles, langes, das war, ich glaube, ich so ein 30-Minuten-Video gemacht zu Concea und die einzelnen Bestandteile erklärt. Es ist wirklich von der Wirkung her, hat es Oregano mit drin, hat es Flieder mit drin, hat es Thymian. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr ganz bereit. Das werde ich aber nochmal raussuchen und in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe auch posten. Genau. Also sehr, sehr interessantes Öl auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir zu zwei sehr berühmten Ölen, aber Öle, die die meisten Menschen nicht mögen, tatsächlich. Das ist super interessant. Das sind jetzt zwei Öle, über die könnte man einen ganzen Abend füllen, tatsächlich.
Wer von euch ratet, von welchem Öl ich spreche? Ganz typisch. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Öl von allen ätherischen Ölen, gleich neben dem Lavendel. Wer von euch hat eine Idee? Kommt auch aus Australien? Braunes Etikett. Fängt mit T an auf Deutsch. Okay, jetzt mehr Hinweise kann ich nicht mehr geben, um es auszusprechen. Es gibt ganze Bücher über dieses Öl, was das alles kann. Teebaumöl. Teebaumöl ist ein Duft. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt, wie lange bin ich schon bei Young Living? 5 Jahre, 6 Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau. Gebraucht, um diesen Duft wirklich zu lieben. Ich habe jetzt schon seit, das sind jetzt schon 2 Wochen, ganz natürlich habe ich so eine Art Teebaumöl-Challenge für mich ganz persönlich. Ich nutze jeden Tag mindestens 10 Tropfen Teebaumöl, einfach weil mein Körper das verlangt. Es möchte Teebaumöl. Ich habe es mir nach dem Haarewaschen in meine Haare, vor dem Schlafengehen, reibe ich meinen ganzen Körper damit ein, oft auch morgens. Manchmal auch in der Mittagszeit. Und das ist ein Öl, das nicht, also die wenigsten Menschen lieben es auf den ersten Riecher. Wenn man so ein bisschen mehr in die Tiefe kommt, dann ja, erkennt man, dass das alles so unglaubliche Geschenke hat. Auch ein unglaubliches Hautöl. Ich habe zum Beispiel auch entdeckt, unter anderem bin ich jetzt in diese Challenge, in diese Hebammenöl-Challenge geraten, weil ich, mein Körper hat gerade überall so kleine Pickel. Das ist ungewöhnlich für meine Haut. Und erst habe ich die mal ausgedrückt und dann werden die so blutig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und dann dauert das total lang, bis die weg sind. Und dann habe ich zufällig auf eins von diesen Pickelchen Teebaumöl drauf gemacht. Das war wirklich Zufall. Und der war nach ein paar Stunden fast weg. Und ich habe mir so gedacht, boah. Und dann habe ich angefangen, die ganzen Stellen, wo meine Haut gerade offensichtlich entgiftet, Teebaumöl drauf zu geben. Ja, so ist das Ganze für mich losgegangen. Also super hautpflegend, reinigend, gerade für so einen Gesichtsschaum oder wenn ihr selber euch ein reinigendes Gesichtswasser macht, da ist Teebaumöl ganz, wenn ihr das Öl auch benutzt. In den meisten Hautpflege- oder auch Spa-Produkten ist Teebaumöl mit drin. Ich habe mal kurz eine Frage. Ja. Es kommt mir gerade nur, ich weiß nicht, es hat vielleicht gar nichts gerade mit den Ölen zu tun, von denen du erzählst, weil mein Hund liegt gerade neben mir und ich sehe gerade, die hat, also das weiß ich schon länger, aber ich sehe die gerade, die hat Warzen. Gibt es irgendein Öl, das man einfach nur auf die Warzen drauf gibt? Ich habe jetzt gerade keine Warzen gehabt in letzter Zeit, deswegen habe ich das nicht ausprobiert. Ich weiß aber, Teebaumöl soll gut sein. Das kam mir nur so jetzt, weißt du. Zitrone und Purification und Thieves. Das sind so die 4 Öle, die ich oft höre, dass es bei solchen Sachen hilfreich sein kann. Aber nehme ich dann alle 4 oder nehme ich eins davon? Ich würde eins nehmen, mal gucken, wie es wirkt. Und wenn du merkst, gar nichts, dann ist es noch nicht das Richtige gewesen, dann probierst du eins anderes aus. Genau. Das teste ich aus. Ja. Also so würde ich immer vorgehen, wenn etwas ist und dann informiert euch, lest ihr euch, hört was und dann probiert ihr es euch einfach aus. Und wenn ihr dann merkt, dann war es noch nicht das Richtige, dann hat es noch nicht quasi die Hauptursache getroffen. Dann einfach ein anderes nehmen und dann so lange ausprobieren und spielen, bis ihr es das Richtige gefunden habt. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen einem pharmazeutischen Medikament und Ölen, dass Öle wirken so ganzheitlich. Ne? Wenn wir so gewohnt Kopfschmerzen, werfe ich mir eine Kopfschmerztablette ein. So sind wir, getrimmt, ne, im Kopf. Das sind wir gewohnt. Aber hinter allem steht irgendwo eine tiefe Ursache und nicht immer so leicht erkennbar, was es ist. Deswegen, wenn man dann eben mit so natürlichen Geschichten unterwegs ist, dann braucht es manchmal ein bisschen Spielereien. Ne? Aber Teebaumöl ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Das kam mir nämlich gerade. Danke, ja. Teebaumöl ist ganz wichtig, vielleicht nochmal zu sagen. Teebaumöl ist eines jener Öle, die am meisten gepanscht werden. Es gibt auf dem freien Markt da draußen
kaum echte Teebaumöle. Und diese ganzen Geschichten von Teebaumöle sind, töten Katzen und machen sonst schlimme Sachen. Mit Young Living Ölen gibt es keinen einzigen Fall. Es gibt viele Distributoren, die Katzen haben oder andere Tiere, wo da irgendetwas Nachteiliges beobachtet wurde. Und es steht einfach die Vermutung im Raum, dass es eben nicht das Teebaumöl an sich ist, sondern dass es diese synthetischen Beimengungen sind, die in fast jedem ätherischen Teebaumöl da draußen drin sind. Teebaumöl ist so beliebt, es gibt nicht genug reine Öle, um den Weltbedarf abzudecken. Ne? Und vor allem nicht zu dem billigen Preis, wo halt die meisten Menschen ihr Öl haben wollen. Deswegen, Teebaumöl, wo Teebaumöl draufsteht, ist sehr selten Teebaumöl drin. Hier ist natürlich reines Teebaumöl drin, klar, kennen wir ja von Young Living. Aber da einfach sehr, sehr achtsam sein mit anderen Marken. Das ist 98% der Fälle nicht reines Teebaumöl. Genau, Melaleuca alternifolia, das ist der genaue Pflanzennamen. Es gibt über 200 verschiedene Melaleuca-Arten, zum Beispiel auch das Melaleuca Kayaputi, das kriegt ihr in den USA zu bestellen. Ich mag es sehr gerne, es ist ein bisschen sanfter, ein bisschen lieblicher. Gerade wenn euch das klassische Teebaumöl, das Melaleuca alternifolia, ein bisschen krass ist, könnte das Kayaputi für euch ein Lieblingsöl werden. Sind auch in der Wirkung sehr, sehr ähnlich. Genau, ganz interessant auch Melaleuca, der Name kommt aus dem griechischen Wort Melas, was schwarz bedeutet, und Leukos, was weiß bedeutet. Also es sind dunkle Blätter und eine weiße Rinde vom Baum. Kannst du mal bitte den Namen in den Chat schreiben, bitte? Ja, der ganze Name. Ja. Melaleuca alternifolia. Und eben das hier, das ist dann das Melaleuca Kayaputi. Melaleuca Kayaputi. Ich habe ein ganzes Buch oben über Teebaumöl und was man alles mit Teebaumöl machen kann. Vielleicht machen wir mal einen Teebaumölabend. Aber jetzt einfach so als Überblick. Die Aborigines haben sehr gerne Tee gemacht aus den Teebaumöl, aus den Teebaumölblättern. Deswegen auch der Name Teebaum. Weil das hat Captain James Cook, also damals nach Australien kam, da eben kennengelernt. Und deswegen ist diese Pflanze unter diesem Namen bei uns auch bekannt geworden, weil das ist ein sehr beliebter Tee damals gewesen. Hat natürlich den Nebeneffekt, um stark und gesund zu bleiben. Ne? Das ist Teebaumöl halt. Also wir hatten Haut, wir hatten reinigend, klärend, also auch wenn es wo mufflig ist im Raum, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mufflige Emotionen unterwegs, Teebaumöl reinigt total. Und ich empfinde das gerade total dadurch, dass ich mich ein, zweimal pro Tag ganz Körper mit Teebaumöl einreibe, jetzt schon seit 2 Wochen. Ich fühle mich so viel reiner und klarer. Und heute zum Beispiel bin ich massiv in ein altes Thema gerutscht. Ein Thema von diesen Selbstwertkomplexen, von diesem schaffe ich ja doch nicht. Und ich schaffe es ja doch nicht, was Sinnvolles oder Wertvolles zu produzieren. Ich hatte so ganz alte Glaubensmuster und ich bin gerade so klar durch dieses Teebaumöl, dass ich das sofort gesehen habe und ich kann das auch ganz klar beobachten. Ich fühle es trotzdem, ich bin da auch ein bisschen reingeschlittert, aber nie so wie früher, sondern ich immer noch mit diesem klaren Bewusstsein. Und ich schreibe das gerade 100% dem Teebaumöl zu, weil ich einfach gerade rund um Teebaumölisiert bin, sozusagen. Bei mentalem Stress ganz toll, reinigt den Verstand und reinigt auch den Emotionalkörper. Es ist ja ganz oft so im Leben, das Konzept kennt ihr auch vielleicht von Robert Betz oder Eckhart Tolle, spricht da auch ganz viel drüber, über diesen emotionalen Schmerzkörper. Ne? Und dieser Schmerzkörper, der braucht Nahrung. Und deswegen kreieren sich wir uns dann Situationen, die uns wehtun, um unseren Schmerzkörper zu nähren. Also wir tun uns quasi selber Schmerz verursachen, so wie wir uns halt verhalten, um diesen Schmerzkörper, also der Schmerzkörper macht es durch uns. Das ist wie so ein Parasit, der in uns lebt. Und
Hebammenöl ist eines der Öle, der uns helfen kann, das zu reinigen, auch diesen Schmerzkörper zu reinigen, sodass wir immer mehr aufhören können, uns selber weh zu tun und immer mehr in Freude und Leichtigkeit leben können. Genau, und wenn dann eben so alte Verletzungen noch losgelassen sind, überkommen sind, dann kann auch, dann können wir als ganze Persönlichkeit, dann kann unser Körper, aber unser Geist, ne, wir als ganze Person auch aufhören mit gewissen Mustern, weil wir eben nicht mehr diesen Schmerzkörper nähern müssen. Ganz besonders, wenn man selber gerne in diesen Opfermodus geht, wenn man gerne in diesen Modus geht, auch ich armes, genau, wo die Wurzel ganz oft ein ganz tiefer Misstrauen sich selber gegenüber ist. Das ist jetzt mir passiert. Ich habe ein ganz tiefes Misstrauen meinen eigenen Fähigkeiten gegenüber. Und das kann halt sein, also das muss man auch wissen, das ist dann dieser homöopathische Effekt, wenn man dann so ein Öl nutzt, kann auch da mal sowas hochkommen. Ne? Aber wenn dann nicht aufhören, weitermachen, im Prozess bleiben, dann kann man das auch erlösen und lösen. Genau. Auch Schuld und auch Scham, Schamgefühle haben mit Hebammenöl zu tun, beziehungsweise Hebammenöl kann dir eben helfen zu reinigen. Genau. Ja. Genau, bei Haustieren allgemein Vorsicht mit Hebammenöl. Wie gesagt, es gibt aber keinen einzigen Bericht, den ich bisher irgendwo gefunden habe, wo es eben darum geht, dass dein Tier wirklich zu Schaden gekommen ist mit diesem reinen Hebammenöl. Es wird einfach dadurch, dass die meisten normalen Hebammenöls gestreckt sind oder komplett synthetisch sind, ist das da dann natürlich eine ganz andere Geschichte auch. Ja, und zum Abschluss ein ganz besonderes Öl, eine Ölemischung. Das ist eines meiner absoluten Favoriten geworden. Das ist das Australian Kuranja. Das heißt übersetzt australischer Regenbogen aus einer Aboriginal-Sprache. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Das ist eine Mischung mit allen australischen Ölen, wie zum Beispiel der blauen Zypresse, auch Conzea ist hier mit drin. Ich hatte einen Traum vor ein paar Wochen, da habe ich von Australian Kuranja geträumt. Ich bin ja vor ein paar Wochen umgezogen, im April schon, also schon ein bisschen her. Und das war für mich unglaublich aufwühlend emotional. Da habe ich ganz, ganz viel Australian Kuranja benutzt. Auch zufällig, es hat mir einfach gut getan. Und da habe ich dann geträumt. Und es war ja auch diese ganz krasse Corona-Zeit, wo ich ganz viele Menschen, die mir sehr lieb sind und die ich unglaublich schätze und mit denen ich einfach gern zusammen bin und mich austausche und mich inspiriere, konnte ich da nicht sehen, weil einfach durch den ganzen Lockdown. Und da hatte ich also auch einige Menschen sehr schmerzlich vermisst. Und da habe ich diesen Traum gehabt, dass Liebe, die fließen möchte, wenn die blockiert wird, dann kann das unglaublich wehtun. Und Australian Kuranja, das ist ein Öl, das diesen Liebesschmerz, der eben nicht fließen kann, der blockiert ist und deswegen so wehtut, wieder in den Fluss bringt. Und das heißt nicht unbedingt, dass man die Person wieder physisch sehen kann, sondern das heißt, dass diese Energie wieder fließen kann. Die kann auch in einem selber fließen. Dieses Öl hat echt jetzt in diesen Monaten April, Mai mir die Augen ganz neu geöffnet, was Liebe eigentlich ist und was diese Energie der Liebe eigentlich ist und was passiert, wenn ich die blockiere, weil ich denke, ich müsste sie blockieren, weil jetzt ist doch hier Lockdown. Das kann Liebe zu Menschen sein, das kann Liebe zum Partner sein, das kann Liebe zur Familie sein, das kann aber auch die Liebe zum Leben sein, das kann meine Liebe zu meinem Beruf sein, das kann einfach diese Liebe, diese Kraft der Liebe. Es bringt Frieden in den rasenden Verstand, ne, wenn man Unfrieden im Kopf hat. Es ist total nährend und unterstützend. Es verbindet dich mit deiner Kraft, mit der Kraft der Elemente. Und es verkörpert oder symbolisiert so dieses, die Aborigines haben das ja ganz stark, diesen unglaublichen Einklang mit der Natur, dieses tiefe Wissen um die Elemente, um ihr Zusammenspiel, um das delikate Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Naturkräften, zwischen sich selber, der Mutter Erde und so weiter. Und diese Weisheit steckt hier wirklich drin. Und wenn du das Öl anwendest, dann wirst du merken, in dieser kleinen Anfangsreise, wo ich dich dazu eingeladen hatte, wo du spüren kannst, du stehst auf dem Boden und du fühlst, wie diese Weisheit der Mutter Erde durch deinen Körper rieselt,
kommt durch deine Füße, durch deinen ganzen Körper, kannst du verstärken mit dem Australian Piranha. Du kommst mit dir in Harmonie, du kommst in Harmonie mit der Erde, mit dem Land, wo du wohnst. Also hier haben wir drin die blaue Zypresse, Zitronenmyrte, Punzea, heiliges Sandelholz. Heiliges Sandelholz übrigens kommt auch aus Australien, das habe ich jetzt aber heute nicht dabei. Das mache ich dann ein anderes Mal, wenn wir entweder Indien oder Hawaii haben. Einfach weil es traditionell eher von Hawaii und von Indien kommt, aber es wächst tatsächlich auch in Australien, wird dort auch destilliert. Fenchel ist drin, Melaleuca erectifolia, das ist auch ein Teebaumölart, Eukalyptus radiata und Melaleuca alternifolia, das klassische Teebaumöl. Nein, Australian Koranne gibt es in Europa. Ja, glaube ich doch. Ja, gibt es in Europa. Auch ein hautpflegendes Öl. Reinigt, erfrischt die Umgebung, dich selber, beruhigend, bringt Friede, inneren Frieden. Ja, und hilft dir auch, dich mit dem Ursprung dessen zu verbinden, was dich antreibt. Also so dieser Gedanke, warum bin ich eigentlich hier? Warum tue ich, was ich tue? Ne? So diese Sinnfrage. Australian Koran ist auch ein schönes Öl, um dich in sowas, in solchen Meditationen oder solchen Innenschau begleiten, um deinen Urkern zu finden. Warum bin ich hier? Was tue ich hier eigentlich? Warum tue ich es? Was ist eigentlich wirklich meins? Warum bin ich hier? Was ist mein wirkliches Herzensbedürfnis? Wir haben so viele Wünsche, die gar nicht wirklich essentielle Wünsche sind. Was ist mein einer tiefster essentieller Wunsch? Dieser? Ja, das ist so in der Kürze der Würze aus Australien. Ja. Könnt ihr alle hier bestellen, außer das Kayaputi ist nach wie vor nur in Amerika erhältlich. Das war jetzt so meine Auswahl an den australischen Düften. Ja, habt ihr noch Fragen zu heute? Ich würde ihr noch was sagen, beifügen. Ich bin noch dabei, ein Skript dazu zu erstellen. Ich habe es leider nicht fertig geschafft. Aber das lade ich dann auch hoch. Ich habe auch eher auf eine Reihe anderer Skripte schon besprochen. Die kommen da auch noch hin. Es kommt alles. Weil der Öle-Marathon vorbei ist, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Das wird echt, das wird totale Power. Das wird Power pur. Dann komme ich dann auch wieder zu diesen Sachen. Freue mich schon. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Dabeisein. Und viel Freude mit den, naja, mit Australien, mit australischen Düften. Wir können ja jetzt diesen Sommer nicht so leicht in Urlaub fliegen, aber wir können uns mit den Düften Australiens zum Beispiel umgeben und innerlich entspannen.